Moin Moin und herzlich willkommen bei dem nächsten Video. Und zwar geht es heute um die Schweine. Jo, die sind jetzt neu drinne. Das habe ich jetzt mitgekriegt von diversen Streamern. Und ich glaube, das war auch wirklich so. Also ist 1000%ig. Okay, hier ist das vierte Tutorial. Jetzt haben wir hier so einen Fast Truck. Damit können wir ja so Gewicht dranhängen. Damit sollen wir unsere Schweine abhöhlen. So. Jetzt sollen wir zum Viehmarkt. Was praktisch ist, hier vorne ist der Viehmarkt schon. So. Da werden wir. Öffne jetzt Viehmarktmenü und kauf dir so viele Schweine, wie in deiner Herde passen. Machen wir. Gehen wir auf Kaufen. So, 9 Stück packen sie rein. Ja, wollen wir. Schweine wurden ordentlich in den Hänger geladen und gesichert. Jetzt kannst du zu deinem Schweinestall zurückfahren. Okay, machen wir. Kommen wir mal außen rum, ne? Besser ist das. Oh, ist ja nicht ganz so weit. Ein bisschen wackelig. Schönes Gerät, ey. Fast Truck. Cool. Abzweigen müssen. Ah, die erste gleich. Die erste richtig große. Gucken wir mal. Rechts, links, gib Gas. Erstmal von so einem Fast Truck geholt werden. Morgens. So. Die Tutorials sind echt gut gemacht. Kann man sich doch sehr schnell reinfuchsen. Weiter und dann links ab. So, ich habe jetzt auch zwei neue Mods installiert, und zwar einmal dass die Reifen realistisch dreckig werden. Wahrscheinlich, dass die Oberkabine nicht so schnell dreckig wird wie die Reifen halt, ne? Weil sie den Sputz als erstes auffangen, und einmal den Bodenbeschaffenheitsrealismusgrad, dass je nachdem wie nass oder wie feucht der Boden ist, dass die Reifen versinken. So. Parken hier. Das war zu früh. Das ist so.
Vier Anhänger senken. Sehr schön. Plane öffnen. Und dann abladen. Kann man das noch so abladen? Ne, wir müssen in das Tiermenü. Also wir müssen aufladen. Abladen. So. Weiter so. Das ist ein fabelhafter Schweinebau. Jetzt laufen wir da rum. So. Und jetzt sollen wir hier die vier Feldfrüchte ihnen zu fressen geben. Einmal Mais. Ne? Dann haben wir hier Sojabohnen. Das sind Sojabohnen. Dann haben wir hier Raps. Und ja, eigentlich Kartoffeln, ne? Sehen aus wie Kartoffeln. Oder Zuckerrüben, ne? Darf man den nehmen, eingeben. Man mischt das dann zusammen und dann sollen sie glücklich sein, die kleinen Schweinchen. Und wenn sie glücklich sind, besser Ertrag. So. Runter. Kriegen wir alles nicht hin, ne? Links, rechts. So. Perfekt. Mir ist aufgefallen bei der vorigen Aufnahme, wenn ihr 4K spielt, kann es zu Frames-Anbrüchen geben. Also wahrscheinlich, weil es ist einfach, glaube ich, nicht dafür. Also es ist gemacht für die Konsole und für den normalen PC, klar, in UHD, aber 4K. Irgendwas bremst da ziemlich, obwohl du, wenn man die ganze Zeit gute Framerate hat mit 4K und auf einmal bricht das zusammen. Es kann aber auch die Zeit gewesen sein, dass immer nach gewisser Zeit das passiert. So. Bisschen Radio hören. Raps. Ups. Guck mal, was passiert. Die Musik ist für den Anfang eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht nur die Akustik und nicht dieses. Dü, 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 dü.
Irgendwie kriege ich das noch nicht mit dem Winkel hin. So. Als nächstes müssen wir Wasser geben. Genau. Wir brauchen jedenfalls auch noch Wasser. Ohne Wasser nix Schwein. So, dann gucken wir mal das Ganze an. Der Festgang ist hart. So, jetzt fahren wir zum Wasserturm, der hier wieder so schön markiert ist. Kommt niemand. So. Jetzt wollen wir natürlich wieder Wassertank auffüllen. Linker Stick gedrückt halten, unten rechts seht ihr das. Ich hätte so eine kleine Animation doch gerne gesehen. Gut, fahren wir mal zurück. Aber nicht da. Ich hoffe, der Zug kommt jetzt nicht. Country-Musik. So. Okay, das sieht gut aus. Auskippen. Das Wasser füllt sich. Okay, sieht man bedingt. Gut gemacht. Wasser und Futter haben sie jetzt. Jetzt brauchen wir Heu. Also Einstreu. Nicht Heu, Einstreu. So. Dieses Radio, ne? Muss ich aushaben. So. Dann wollen wir mal anfangen. So ist gerade. So. Ups. Schon weiter runter. Ah, unten rechts seht ihr jetzt auch, dass ihr was draufgeladen habt. Zack. Na, passt. So. Bisschen rausfahren. Ja, das sieht gut aus.
Jo. Was machen wir jetzt? Ah, okay, warte mal. So, dann fahren wir zurück. Sehr schön. Jetzt steigen wir in den Traktor. Gehe ich dran. So. Klappe. Jetzt fahren wir das Ganze hinten rum. So, jetzt wollen wir die Türe öffnen. Nee, wollen wir nicht, oder? Ja, das ist natürlich Quatsch. Auskippen wollen wir auch nicht. Doch, wollen wir. Guck mal. Cool. So. Und es geht darum, vor der Kröge sauber zu halten. Die Tiere werden ab und zu euch hier auch einfach alles dreckig machen. Deswegen müsst ihr es gerne mal sauber halten. So. Wunderbar. Ich müsste lang. So. Ist ziemlich wendig, das Ding. Finde ich gut. So. Allradlenkung, okay. Das könnte man auch machen. Warte mal. Ach so, okay, warte mal. Denn hier ein Vollrad. Ja, okay, das. Jetzt kapiere ich. Deswegen ist er auch so wendig. Ah, alles klar. Sehr schön. Gut gemacht. Ich habe noch nicht mal fertig gemacht. Jetzt haben sie eine saubere Futterstelle, Stroh zum Hinlegen und genug Wasser, um Futter, um glücklich zu werden. Sehr schön. Das war's für das 4.